Krisenfest wirtschaften. Das war das Motto des letzten Dienst-Talk im heurigen Jahr. Über Ursachen, Folgen und Lösungsmöglichkeiten der Krise diskutierten Wüstenrot-Generaldirektorin Susanne Ries-Passer, Landesrat Christian Buchmann und Grünen Nationalratsabgeordneter Alexander van der Bellen. Geleitet wurde die Diskussion von Gisela Hopfmüller. Zur Einleitung unseres Gesprächs würde ich gerne von Ihnen allen dreien gerne Ihre Einschätzung der Ist-Situation, der globalen und auch der in Österreich kurz hören. Die Auswirkungen der Krise sind noch nicht verarbeitet. In Österreich habe ich ja ein bisschen festgestellt, wir neigen ja immer sehr zu Extrempositionen, nicht als am Höhepunkt der Krise, haben alle gesagt, das ist die große Megakatastrophe. Dann sind also viele dieser ganz schlimmen Prognosen nicht eingetroffen. Dann haben alle gesagt, jetzt ist eh vorbei, jetzt können wir wieder aufatmen. Also ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. Ich habe mir den Titel dieser Veranstaltung nochmal angeschaut beim Herfahren. Und der heißt, glaube ich, Krisenfest, Punkt. Wirtschaften, Punkt. Und man hat gedacht, na, vom Krisenfest kann eigentlich keine Rede sein, sondern es müsste eher heißen, wir stecken fest in der Krise. Und eigentlich müsste man sagen, wir stecken fest in den Krisen, im Plural. Also das wären schon einmal die Finanz-, die Bankenkrise, die Budgetkrise, die Arbeitslosigkeitskrise. Ich erlebe die steirische Wirtschaft sehr unterschiedlich in dieser turbulenten Zeit. Ich war heute den ganzen Tag in der Obersteiermark und gestern am Abend auch mit Industrieunternehmungen im Großraum Graz zusammen. Wir haben eine paradoxe Situation, dass jene Unternehmungen, die die steirische Wirtschaft in den letzten Jahren getragen haben, beispielsweise im Bereich des Automobils, beispielsweise im Bereich der Holzwirtschaft, beispielsweise im Bereich des Maschinenbaus, des Anlagenbaus, voll von dieser Krise erfasst worden sind. Wir machen in der Steiermark eine Wertschöpfung von 34 Milliarden Euro und die Hälfte dieser Wertschöpfung, rund 17 Milliarden, kommen aus dem Waren- und aus dem Dienstleistungsexport und davon wiederum die Hälfte, also ein Viertel der gesamten Wertschöpfung aus der Automobilproduktion. Jetzt aus meiner Sicht haben sich jene Unternehmungen besonders bewährt, die sich in guten Zeiten einen Polster anlegen konnten, Sie haben das angesprochen, und die jetzt nicht voreilig auch ihre Mitarbeiter freisetzen, sondern schauen auf dieses Humankapital, auch in Qualifizierungsmaßnahmen gehen, in neue Produkte, in neue Dienstleistungen gehen, in neue Verfahrenstechnologien gehen, also innovationsserienmäßig leben. Diese Unternehmungen haben eine Zukunftschance und da ist eine Melodie und da ist eine Musik drin, dass sich das wieder entwickeln wird. Allerdings, das Jahr 2010 wird auch für die Steiermark ein durchwachsenes. Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, dass die Finanzkrise vor allem durch Systemfehler und mangelnde Kontrollen verursacht worden ist. Allein wenn man auch nur oberflächlich die sogenannte Subprime-Krise sich anschaut, ist es offenkundig, dass das eine Mischung aus Gier und Betrug und fehlender Aufsicht war. Die Frage ist, wie kann man das regulieren, gerade auch im Finanzsektor? Und also, da kann ich nur unterstreichen, was Van der Bellen gesagt hat. Es muss eine europäische, auf nationaler Ebene kann man es nicht regeln. Also die Anforderung an nationale Politik zu sagen, löst die Probleme der Weltwirtschaftskrise, ist einfach Quatsch. Das heißt, es muss eine grenzübergreifende Regulierung geben. Die kommt aus verschiedenen nationalen Befindlichkeiten nicht zustande. Ne? An den Folgen der Krise werden wir noch länger zu tragen haben. Was also tun? Ich sage, ohne Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen wird es nicht gehen. Ja, hören Sie das gern? Ich meine, ist es ein Wunder, dass außer mir, ich mache mich leidenschaftlich gern unbeliebt, aber bei SPÖ und ÖVP finde ich keinen Partner, der mit mir darüber diskutieren will, geschweige denn öffentlich. Was wichtig wäre jetzt auch, und da bin ich jetzt dann schon bei der Politik einerseits und auch bei Banken und Finanzunternehmen andererseits, ist natürlich auch Risikokapital zu geben. Und ich sage das jetzt ausdrücklich, so wie Sie es auch gemeint haben. Natürlich brauchen Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen für ihre Entwicklung natürlich auch Kapital. Aus meiner Sicht ist die Antwort, die wir gemeinsam mit den Betrieben tun können, Innovation.
Ich habe immer formuliert, dass ich glaube, dass Innovation der natürliche Feind der Krise ist. Innovation aber in einem sehr umfassenden Sinn verstanden. Also natürlich als neues Produkt, als neue Dienstleistung, als neue Verfahrenstechnologie, als neue Organisationsform, auch im Zusammenwirken der Unternehmungen bis hin zur Gestaltung neuer Märkte. Und dass wir dafür ganz stark in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Das ist in den letzten Jahren in der Steiermark Europa auffällig gelungen, mit entsprechend auch Nachweisen im Zusammenwirken zwischen der Industrie, der Wirtschaft und den Universitäten. Und auf dem müssen wir draufbleiben, aus dem kommen wir gar nicht heraus. Für heuer war dies der letzte Dienst-Talk gewesen. Ich glaube, es war eine exzellente Serie. Das Diskussionsbedürfnis der Menschen ist nachhaltig gegeben. Und wir wollen eine Plattform sein, ein Forum bieten für Diskussion, Meinung zu äußern und Meinungen zu hören. Und ich glaube, die Tatsache, dass zig hunderte Menschen in eine Parteizentrale kommen, zeigen, dass das der richtige Weg ist, für eine Partei sich zu öffnen. Open House, das soll unser Ziel sein und das haben wir erreicht. Weiter geht's im Frühjahr und ich bin gespannt, wie die Leute dann in der Vorwahlzeit dieses Diskussionsangebot in anderer Form annehmen werden.